So, da, heute amüsieren wir uns mit dem Film Angels Höllenkommando oder wie der Film im Original heißt, Hell Squad. Gemacht worden ist der Film im Jahr 1986, er dauert 83 Minuten und es ist einer von deren Filmen, zu denen ich keinen anständigen Trailer habe auftreiben können. Deswegen sparen wir uns den heute mal, aber ich denke, ich kann ihn auch so vermitteln, was das für eine Art und Weise von Film ist. Die Story ist so plump wie genial, ist wird der Sohn von einem hochrangigen US-Diplomaten entführt, von einer Horde ziemlich klischeehaft dargestellter Arabern. Und die wollen da eine Erpressung durchziehen. Sie wollen nämlich so eine, ja, also Baupläne zu so einer neuartigen Bombe wollen sie haben und deswegen entführen sie halt den Sohn von dem Diplomaten, damit sie nachher damit erpressen können. Natürlich ist es ja so, dass die USA offiziell natürlich nicht erpressbar sind. Das heißt also, sie können dem nicht nachgeben. Andererseits können sie einem, also dem Vater, also dem Diplomaten, aber offiziell irgendwie auch nicht helfen, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Also kommt ganz eine findige Idee zum Einsatz. Eine Alternative, die was jedem eingeht, wo jeder sagt, hundertprozentig, das machen wir, aber schon ganz schnell. Es wird eine Truppe von Las Vegas Showgirls angeheuert. Die werden nachher ausgebildet zu absoluten, ja, ich sag jetzt einmal CIA-mäßigen Top-Killern. Und der werden nachher deren Arabern auf dem Hals gehetzt, dafür, dass sie den Sohn wieder da holen. Die Ausbildung, die was sie da durchlaufen, die ist so dermaßen knüppelhart. Also Rambo darf das nicht schaffen. Es ist ganz einfach gerade gewaltig. Natürlich, nach dem Ausbildungsprogramm sind sie nachher, wie gesagt, die besten, blutrünstigsten Söldner auf der ganzen Welt, knallen einen Haufen Leid nieder und letzten Endes geht die ganze Sache natürlich gut aus, aber bis dahin ist natürlich ein langer Weg. Der Film unterteilt sich jetzt einmal in zwei, ich sage jetzt einmal Teile, wovon der erste sehr kurz ist und der zweite sehr lang. Am Anfang haben wir natürlich das ganze, ja, Auswählverfahren mit Ausbildung und das ist nach ungefähr 20 Minuten oder so vorbei und danach kommt der zweite Teil, wo die Girls die ganze Zeit mit irgend so einem Jeep durch immer die gleiche Wüste fahren, immer zu so einem, ja, ich sage jetzt einmal Bauwerk, wo es die Entführer vermuten, da mehr oder weniger einstürmen, alle umknallen und wieder heimfahren. Und das Geile ist ja die Art und Weise, wie das gemacht wird. Ne? Also die haben da ihre Ausbildung durchlaufen, sind mehr oder weniger fertig, werden nachher im betreffenden Land in so einem echt, ja, ich sage jetzt einmal, schicken Hotel einquartiert und von dem Hotel aus, das ist mehr oder weniger die Basis und dann kriegen sie auch einen Anruf, also wo mehr oder weniger das Hauptquartier von deren Entführer vermutet wird und dann werden sie ganz einfach hingeschickt. Das, wie gesagt, da hucken sie sich nachher immer allesamt in den Jeep rein und fahren da hin in ihren maßgeschneiderten, modisch absolut einwandfreien Uniformchen mit Hut natürlich, weil das muss ja wunderbar ausschauen. Gell? Die fahren da nachher hin. Nachher wird sie da ziemlich auffällig, unauffällig angeschlichen, weil ne, irgendwie sind die Häuser, wo es da einige nie bewacht oder so, also die kommen da eigentlich ganz leicht rein. Nachher wird irgendeine Tür auftreten, die stürmen rein und nachher wird zuerst mal jeder erschossen, egal was da drin ist. Ich finde das ja sowieso genial, dass eine Truppe von Las Vegas Showgirls mehr oder weniger nach 20 Minuten dazu fähig ist, also wirklich psychisch, menschlich dazu fähig ist, einfach, keine Ahnung, wie viel Dutzende Leute umzuschießen und nachher wieder wegzufahren und mit denen ist absolut nichts passiert. Also, deren geht das nicht irgendwie an die Nieren oder sonst irgendetwas, nein, die tun das ganz einfach, gell? Weil natürlich eine 20-minütige Ausbildung, obwohl man vorher noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hat, das wirklich rechtfertigt. Ja. Wenn sie nachher fertig sind mit Niederschießen vor allem und jedem, fahren sie mit den Jeeps wieder durch die immer gleiche Wüste heim zum Hotel und danach wird zuerst einmal gemeinschaftlich, also das sind 9 Showgirls, was da übrig bleiben, wird zuerst einmal gemeinschaftlich in einer riesigen Badewanne gebadet. Jedes Mal. Und das Geile ist ja, wenn die da wieder hinkommen zum Hotel, nachher dann
gehen sie durch den Hintereingang, weil sie wollen ja nicht in ihren schicken Uniformen mehr oder weniger durch die Hotellobby latschen. Sie fahren aber trotzdem alle nur mit deren gleichen scheiß Jeeps zum Hotel hier, gehen an den Hintereingang rein, da werden sie mit Sicherheit auch von 10 oder, keine Ahnung, 50 Leuten gesehen. Und das ist dann kein Problem nicht, ne? Also nicht durch die Lobby gehen, wo es die Leute sehen, nein, aber sie fahren trotzdem hin zu dem Hotel in deinen scheiß Jeeps in Uniform mit Waffen. Und wenn ich dann nachher durch den Vordereingang oder durch den Hintereingang gehe, sehen dann mich deswegen auch genau gleich viele Leute. Das läuft nachher mehr oder weniger im zweiten Teil vom Film so ab. Mit Ausnahme vom letzten Mal, wo sie zum Quartier hingeschickt werden, da gibt es nachher auf einmal so einen riesigen See mitten in der immer gleichen Wüste. Und da ist nachher so ein Schloss, das was stürmen müssen. Und da ist der nachher halt mehr oder weniger drin. Und da gibt es nachher dann so einen Klischee-arabischen Scheich, der was da halt mitmischt. Und durch den großen See davor müssen sie durchschwimmen, obwohl man in einigen Aufnahmen ganz klar sieht, dass man den verfluchten Scheißsee ganz leicht mehr oder weniger umgehen könnte. Und das Durchschwimmen ist auch ziemlich sinnlos. Also die machen das da wirklich so mit Taucherbrühen und Schnorcheln und so. Und das ist ziemlich sinnlos, weil man genau sieht, dass das scheiß Wasser doch maximal einen halben Meter tief ist. Angels Höllenkommando ist eigentlich zum Schreien, wenn man sich so mal richtig überlegt. Der Film ist so dermaßen dämlich, dass es eigentlich gerade ein einziger Spaß ist. Die Trainingssequenzen sind echt hammerhart. Der Film ist natürlich ultra billig gemacht. Du siehst halt an allen Ecken und Enden, dass höchstwahrscheinlich absolut kein Geld nicht da gewesen ist für irgendetwas. Das sieht man an die Darsteller, das sieht man an die Locations, die des Öfteren aus am Lahn Raum bestehen oder eben aus der immer gleichen verfluchten Scheißwüste. Ich meine, natürlich, der Film hat ein positives, immerhin ist es ein Film über einen Haufen Las Vegas Bikini-Showgirls, die durch die Wüste fahren und Terroristen umknallen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, der Film ist auch nicht wirklich ernst gemeint. Also der Regisseur hat ganz genau gewusst, dass er da einen riesigen Blödsinn zusammentrat. Das sieht man nachher da, wenn man sich den Film anschaut, und das finde ich ganz einfach echt geil. Das Problem ist nur, wie gesagt, der Film dauert 83 Minuten und nach ungefähr 20 Minuten geht die ganze durch die Wüstenfahrerei und Terroristenumballerei los. Und das passiert, ich glaube, drei Mal oder so. Das streckt sich nachher ein bisschen, der zweite Teil. Ganz einfach deswegen, weil es immer und immer und immer wieder das Gleiche ist. Ne? Natürlich kann man da seinen Spaß zu haben, aber wenn sich mehr oder weniger der Film nachher gerade nur wiederholt, nachher dann ist halt da noch irgendwann ganz einfach mal als Amüsante ein bisschen weg. Ne? Hammermäßig wird es nachher wieder ganz am Ende, wenn nachher nur Verräter sozusagen in den eigenen Reihen entlarvt wird. Da haben sie es nämlich wieder mal geschafft, dass Geschlechtsumwandlung mehr oder weniger innerhalb von 2 Sekunden machen. Da wird nachher nämlich eine Person, die was von einer Frau gespielt wird, also wirklich von einer Frau, demaskiert, und in dem Moment haben sie nachher ganz einfach einen Mann drunter gesteckt. Ich finde sowas immer geil, dass man sich sowas gerade traut, aber auch das ist wieder der Beweis dafür, dass sie wirklich gewusst haben, okay, wir machen einen riesen Scheiß, also machen wir auch einen riesen Scheiß. Ich persönlich mag den Film sehr gern. Beim zweiten Mal anschauen ist mir erst wieder aufgefallen, was das eigentlich für absoluter Blödsinn ist. Und das ist ganz genau so Blödsinn, der was mir persönlich gefällt und den was ich mir persönlich anschauen möchte, sozusagen der Inbegriff von Trash.